Dass wir alle wahnsinnig neidisch sind. So ein toller Mann. Papa soll mir den Schlafanzug anziehen. Papa. Wird das jetzt nicht eine wahnsinnige Umstellung für euch, wenn er wieder arbeiten geht? Entschuldigt die Verspätung, es ging leider nicht anders. Zu mir spricht da gar nichts an deiner Fassung. Da kann man nicht einfach alles raushauen, um es danach mit ein bisschen Küchenpsychologie-Scheiß dann aufzugießen. Ich bin gleich wieder da, okay? Sag mal, Salz ist alle. Hast du Salz gekauft? Nein, ich war bei meiner Arbeit. Ist ja gut, ich gewöhne mich dran, okay? Ja. Papa, ich kann nicht einschlafen. Mach mal jetzt bitte auf, um zu diskutieren. Ziehst du jetzt bitte die Stiefel an? Hör mal, wir müssen mit dieser Bett zum Arzt, okay? Nein, ich will meine Stuhl. Keine Diskussion. Und ich würde mich wieder melden. Ich denke, morgen geht's mir besser. Alles klar. Wiederhören. Aber du hast nur den einen. Emma, kannst du bitte aufhören? Ja. Emma, hörst du bitte auf und setz dich hier zu mir? Familie und konzentriertes Arbeiten, das passt irgendwie nicht zusammen. Sei doch froh, da sind doch zwei tolle Mädchen. Ich habe irgendwie immer den richtigen Moment verpasst. Papi! Emma, geh da runter, Emma! Wo ist Christine? Mann, ich habe mir Sorgen gemacht. Du brauchst jetzt hier nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Ich schaff's einfach nicht. Auf der Probebühne ist ein Sofa, da zieh ich jetzt hin. Solange bis ich mit dem Stück klarkomme. Das hier ist nicht einfach nur ein verdammter Karriere-Ego-Trip. Das ist auch harte Arbeit, mit der ich übrigens das Geld für die Familie verdiene. Das ist auch Arbeit mit den Kindern, ja? Du klingst wie eine frustrierte Ehefrau aus den 50ern, nicht? Aber da bist du der passende Mann dazu. Wo ist Papa? Übrigens, ich habe in der Klinik angerufen und denen Bescheid gegeben, dass ich morgen auch noch krank bin. Toll. Ist jetzt eine Medaille oder was? Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich mit Käthe schwanger war? Wir kriegen das schon hin. Das hast du gesagt. Ja, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt den Rest des Lebens die Kinder alleine großziehe. Meine Mutter sagte so, das ist ein Terrorregime. Also dachte ich mir, es wäre auf keinen Fall verkehrt, wenn sich in manchen dieser Leute eine Kugel feuert. Und alle! Alles, was ich will, na, 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 ist nur die Regierung stürzen. Ich sag alles, was ich will.